Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video im TS Classic. Wir sind hier auf der Schaffhausen-Strecke von Rivet Games. Und ja, ich dachte, wir fahren heute mal mit der 450er und einem klaren S-Bahn-Dienst. Erinnert mich gerade wieder an die Arbeit. Fahre fast tagtäglich mit denen. bin zwar von dem Modell nicht so ganz überzeugt, vor allem was der Sound betrifft, aber ich dachte, das machen wir mal. Sind wir mal hier wieder in der Schweiz. Ich gehe mal aus der Pause raus. Und gehen erstmal hier rein und machen hier mein, also das mal entsperren hier, machen mal einen kleinen Test. So, können die Türen schon mal aufmachen und Stromabnehmer hoch und einschalten. So. Steve mache ich aus, die nervt. Wir fahren aber mit der realistischen ZUB. Das heißt, wir machen einen ZUB-Test. Wird jetzt gleich eine Notbremsung reinhauen. Ja, wunderbar. Hat funktioniert. Wir müssen jetzt hier nochmal Abschalter reinmachen. Und ZUB-Reset. Einmal nach vorne. Und dann sind wir weitestgehend vorbereitet. Instrumentenbeleuchtung machen wir noch an. 13.1 sind wir weggefahren. Machen wir mal. Handbremse gelöst. Und hier auf 40 ungefähr. Sehr gut. Das glaube ich ein bisschen laut, ich mache es mal ein bisschen leiser. So, hier haben wir noch 40 und nachdem ich schon mal kurz ein bisschen reingespielt habe, weiß ich, dass wir hier dann gleich nochmal die 40 kriegen. Nichts mit Schnellfahrt und wir haben hier auch Halt auf Verlangen. Und da meldet sich die ZUB. Nice. Ich versuche das auch weitestgehend hier mit 60 FPS aufzunehmen, beziehungsweise zu spielen. Das Spiel wird aber die 60 FPS nicht immer einhalten. Droppt immer wieder mal so auf 58-50 runter. Ist eh schon ein Wunder, dass das Ding so schnell läuft. Mit der neuen Vulkan-Engine vom RB Enhancer. Mensch, ist aber langsam hier. Ich könnte eigentlich die Beleuchtung anmachen. Und wenn wir wollten, könnten wir uns hier so einen Fahrplan reinsuchen. Ne? So geht's denn jetzt? Ah, jetzt geht's. Gibt's die unterschiedlichsten hier? Ich glaube, es ist sogar die Strecke mit dabei. Ich kann ja eh gerade mal ein bisschen gucken. Was ist diesmal? 40. Ich weiß. War ja eh nicht schneller. S3 Wetzikon. Ah, freuen sich die Frames. Und unser erster Halt. Glaube ich. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob es halt. Ah nein, da halt auf Verlangen. Ist an. So, sauber anhalten. Ah, das geht besser. Ja, wobei. Knapp.
Ah, an der Türseite ist einfach genau der gleiche wie in echt. Aber das Modell ist halt leider nicht das Schönste. Sag mal, die S3 ist ja komplett falsch, ne? Zürich Steppbach Efretikon. Ah ja, Details. So, mach's mal schneller. Ja, 1:1, der Sound wie nicht. Nur das Fahrgeräusch ist nicht ganz so geil. Ich meine, das Anfahren, das passt. Oh, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob die Bremsanzeige hier funktioniert. Müssen wir beim nächsten Halt mal machen. Geht auch da jetzt wieder mit 40 weiter. Wo ist unsere Strecke? Gehen wir manchmal Dietikon, Schlieren, Altstetten. Bist du jetzt leicht verwirrt? Firma die 7. Okay. Gehen wir mal Gas. Ich wollte jetzt hier noch weitermachen. Kilbang. Ich habe Altstetten. Innsbruck, Rupperswil. Aha. Es ist so extrem feinfühlig. Ich glaube, ich muss das beim Halt machen. Sonst kriege ich das nicht sauber hin. Ganz langsam. Nicht so, wie ich will. So, wenn es der Halt gewesen ist, dann habe ich es gerade übersehen. Und davon, wenn man mit dem Fahrplan rumspielt. Yay, wir dürfen wieder langsam fahren. Ja, ich weiß, ich bremse ja schon. So. Und warum die 40? Weil da ein Kollege auf der Strecke steht. Schön. So, jetzt kann ich das mit dem Fahrplan nochmal probieren. Pull up and down. Okay. Aarau, Altstetten. Schlieren. Ich brauch da schon. Finde ich den, was ich suche? Okay, gehen wir nochmal ganz nach unten. Oh, fuck, da geht's ja noch ganz schön weiter mit dem Fahrplan. Oh Gott, Nellen! Schön, wir sind beim Gotthard. Wassen. Aachen. Über eine Ziegelbrücke. Landquart. Enworks Add-ons. Ah, wir müssen hier nicht halten. Können wir hier ein bisschen Gas geben? Ah ja, der Turbo. Kreuzlingen, Edmonding, Berlingen, Schaffhausen, da, jetzt habe ich's. Schlatt, wo sind wir jetzt da? Ah, da. Dann passt es auch hier.
125, also die Uhrzeit stimmt halt nicht, aber ist ja egal. Kurve 100, St. Kathedral West, Katharinental. 100, da kommt nochmal 75. Dissenhofen, da müssen wir dann halten. Gut, gehen wir mal Gas. Ja, mit dem Vorgeräusch werde ich nicht glücklich. Aber ansonsten ganz okay. Ach nö. Setzt doch alle gemeinsam mir. Ja, ich weiß. Ich gehe ja schon runter. Mein Gott. Ist das hier auch drin gewesen? Nee. Achso, warte nochmal. St. Katharinental, das ist ja davor. Kurve 100. Mal gerade durchgefahren. 60, weil wir... Ne, keine Ahnung, warum er jetzt da 60 hat. Ich bin ja schon auf 60, alles gut. Katharinental West. Ups. Das war zu schnell. .13.14 sollte man eigentlich da sein. Kriegen wir jetzt nochmal Halt auf Verlangen? Sieht zumindest nicht so aus, ob das... Achso, nee, warte, man ist ja da dahinter. Ach, deswegen die 60. Hätte er mir gleich links schicken können. Ah, oh, Helden bei der Arbeit. Hm, das wäre mit Halt auf Verlangen. Hat aber keiner gedrückt. Das ist sehr gut. Ach Mann, ihr seid doch echt die Spielverderber. Lasst mich doch mal schnell fahren. Ja, ich bremse ja schon. Oh, das wird aber knapp mit der Pünktlichkeit. Ah, warte mal, ich schaue auf die falsche Zeit. Ich habe jetzt auf 13.14 geschaut. 13.15 und da sind in exakt um unter einer Minute. Komm, mach mal einen auf Schweizer Pünktlichkeit. Jetzt nur noch sauber anhalten. Komm mal, boah, du schaffst es. Sehr gut. Das Einzige, was ich hier ein bisschen vermisse, ist die Haltetafel. Aber andererseits, der Bahnsteig ist auch so kurz.
Nice. Cool. Das hat er jetzt gar nicht genommen vom Halt her. Geil. Ja, super. Also ich mache das jetzt nur, weil der Simulator meint, der Bordsteig hält da hinten schon am Aufhören ist. So, reicht ihm das jetzt schon? Okay, ja, das ist ein bisschen dämlich, dass hier die Markierung vom Bahnsteig nur so kurz ist. Naja. Naja, gibt Schlimmeres. Machen wir uns mal bereit für die Abfahrt. So, Dissenhofen. Dann kommen Schlattlingen. Nein, was machst du? St. Kathrinthal West, Schlatt, Langwiesen, Feuertal, Schaffhausen, na, das ist falsch. Schlatt. Right. Schlattingen, Erzwil, Eschens, Mannern, Steckbund, Berling. Das ist ein Supported Channel, please proceed at 13:16. Machen wir jetzt. Stein am Rhein. Das wäre jetzt da. Stein am Rhein. Was kommt danach? Stein am Rhein. Steckborn. Berlingen. Und dann Kreuzlingen. Ich glaube, wir bleiben mal auf der Seite hier. Haben wir da Besonderheiten? 70. So, Maximum schon mag es mit 80. Ja, sieht annähernd so aus wie nicht. Aber auch ganz schön low for the details. Oh, mein Panoramic Cam. So wie ich mein Glück kenne, müssen wir da vorne anhalten. Ja, wobei, wenn er meint, wir müssen um 23 da sein, wird uns vermutlich kein Halter verlangen reindrücken. Oder doch? Nee. Aber ist das wirklich alles hier jedes Mal Halter verlangen? Ich müsste aber die Strecke in echt fahren. Könnte eigentlich mal mit dem auf der Strecke Zürich-Olten fahren in Zweifach-Dreifach-Traktion. Einfach wäre noch witzig. Boah, der Zürich-Olten für den Train Sim World. Wäre zwar ein bisschen viel Arbeit, aber wäre eine coole Strecke. Und für den TS Classic wollen sie ja jetzt auch die Strecke Olten-Bern machen. Und wenn sie dann die Combined-Strecke machen, dann hätten wir Zürich nach Bern. Das wäre mega cool. Das ist eine schöne Strecke. Ich meine, wenn du mit Intercity 2000 dann fährst,
Und du fährst nach Fahrplan, bist du theoretisch in einer Stunde in Bern, von Zürich aus gesehen. Und das dann kombiniert da mit den Regionalverkehren so. Ich bin mal gespannt. Einziger Nachteil von der, zumindest von der jetzigen Zürich-Olten-Strecke ist, dass die brutal ressourcenintensiv ist. Also da habe ich bis jetzt noch keine anständigen FPS hinkriegt. Jetzt wieder 95. Der da im Fahrplan. Stimmt jetzt aber schon nicht ganz, oder? 80. 95, 80. Was jetzt noch gar nicht aus. Oh, haben wir einen Halt? Nee, ne? Ah, das. Die Pfeife! Wow! Die ist auch halb am Verrecken. Ach, da oben wäre der Anzeiger gewesen. Wo geht's denn da hin? Oder stimmt das? Kurve 80. Stimmt doch. Aber die Kurven haben sie ja nicht gespart. Ich will mal ein bisschen die S-Kurven hier abfahren. Ja, das hat immer wieder so seine Lademomente. Wir können schon mal langsam runterbremsen hier. 21:25. Nö. Nicht mehr ganz so pünktlich. Oh, liegt doch voll in der Kurve. Ist mir sicher ein geiler Posten hier in echten Fotos zu machen. Ja, eine Minute Verspätung. Mit der zweiten Minute wird es dann tragisch. Ah, die SBB wäre jetzt nicht stolz auf mich. Ja, aber ganz nett hier. Also die Bahnhöfe haben sie ja schon recht schön gestaltet. Ah, schönes Haus hier. Okay, was haben wir als nächstes? Dann haben wir Steckborn Plattform 1. Das ist sogar hier noch drauf. 2, 4 BIOS. Stell noch rein. 70, 5, also irgendein 70er kommt da nochmal. 13:25. Naja. Haben wir jetzt.
Okay, nochmal gucken. Steinarm rein, 80. Da kommt dann irgendeine 70er Stelle. 85, 95. 95, 85. Mal schauen, ob wir die 70er Stelle da sehen. Warte mal, bei welchen Kilometer werden das? Das kommt direkt nach Steinern rein. Ja, ich glaube, ich darf mich jetzt so sehr auf das verlassen. Aber da vorne ist dann schon Ashens. 70er wäre dann da drin gewesen. Und hier wären es 85. Wir fahren 80. Aber trotzdem cool, dass es drin ist. Jetzt müsste halt noch wirklich funktionieren. Das wäre dann ein Hammer. Oh, oh, da blinkt's. Da müssen wir anhalten. Gott sei Dank hat die gute Bremsen, aber ich glaube, das war jetzt gerade ein bisschen arg viel Bremsen. Ah, hier ist doch gar keiner. So, gut, da, der eine Typ da. Wegen dem einen Typ müssen wir es anhalten. Hä? Warum geht die Tür nicht auf? Die Tür geht auf der falschen Seite auf. Geil. Ich hab da mal keinen Bahnsteig-Bug hier, hä? Liebe Leute, heute ausnahmsweise der Ausstieg in Fahrtrichtung links zum Zaun hin. Viel Spaß, wenn Sie einen Kinderwagen haben. Okay, das ist nicht passiert. Wir fahren wieder. Ich glaube, ich mache es das nächste Mal manuell. Ich habe jetzt einfach nur T drückt, wo er sie automatisch auswählt. Acht Minuten. In Mammern. Das Let's Play ist schon ein bisschen intensiv da bei der Komposition. Mir eigentlich so eine Head-Out-View. Oh ja, haben wir sogar. Oh, da hat er wieder nachladen hier. Oh, nicht schon wieder. Mann. Gehen wir schon mal runter vom Gas. Zwangshalten. Ja, ja, ich bremse ja schon. Und ist gut. Haben wir eine Zugbegegnung hier. Also gehen wir stark davon aus.
Ja, wir sind sogar ein bisschen zu schnell, so wie es aussieht. Müssten hier gar nicht halten. Oh, da ist er ja, der Kollege. Den würde ich auch gerne fahren. Aber der hat noch das viel schlimmere Sandmodell, finde ich. Der Leon. Bleibst du jetzt gerade so stehen, dass du mir das Gleis blockierst? So ein Arsch. Ah, doch nicht. Ich darf fahren. Und tschüss. Ah, ist aber schon ein bisschen knapp da vorne, ja? Boah. Es ist sehr knapp. So, 5 Kilometer noch. Oh, ich glaube, ich schlage mich ganz gut jetzt. Bin zufrieden. Was? Speeding? Ah, gehen wir halt hier mal ein bisschen runter. Schwingt T-Park heim, Hater. Sieht so ein bisschen aus, als hätte das vielleicht mal zweigleisig sein können hier. Wieder am Blinken hier. Aber das, warte mal, ist das die Anzeige für den BÜ? Okay. Gerade 2 hintereinander. Und das nächste. Also richtig schön am See entlang. Der Doppel-BÜ. Dreifach. Aber Moment mal, dann kommt jetzt noch ein Vierter, wenn das hier stimmt. Und da vorne ist dann noch Steckbohren. 40. Kriegst du. Und der letzte BÜ. Thank you.
Sehr gut. Oh, wir sind sogar ein bisschen zu früh. Aber mit dem Halt wird es dann vermutlich genau ausgehen auf 38. Ja, also wenn ihr mal einen speziellen Wunsch habt, was ich mal fahren sollte oder irgendwas Verrücktes tun soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Bin offen für fast alles. Ah, und ich muss noch mit 245 noch meinen Spaß treiben. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Das klingt irgendwie falsch. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die Bahnsteige sind hier schon noch dezent mini hier. Und so wie die Schweiz kennen, wird das vermutlich nicht lange so bleiben. Was zum Thema Barrierefreiheit. So, Gott dann auf, macht das auf der richtigen Seite. Ja, diesmal schon. Ja, nicht perfekt kalten. Oder hätte ich hier vorziehen müssen? Ich kenne diese Tafel nicht. Normalerweise hast du hier diese fette 1, 2 oder 3, je nachdem, was du für eine Komposition hast, wo du halten sollst. Aber da habe ich mich jetzt ein bisschen zu schlecht informiert über die Strecke und die Teile da. Aber schreibt das gerne in die Kommentare, aber ich gebe mit. Es wird sich hier auspassen. Ja, ausgehen, wenn ich da mit der Lok bis da hinfahre. Dann steht der erste Wagen hier. Ich glaube, ich mache das mal bei der nächsten Station, wo wir halten müssen, wenn es diese Tafeln hat. Und wieder langsam hier raus. Oh, schön. Ich glaube, ich da. Vorletzte, ne? Und dann 13.55 in Kreuzlingen. Nochmal. 40.55. Okay, ich würde sagen, wenn wir da jetzt losfahren, werde ich den letzten Part ein bisschen für mich fahren, aber ihr dürft natürlich mitfahren und seht es. Aber unkommentiert, ich hoffe, es hat euch bis dahin erstmal gefallen und dann mal schauen, was wir demnächst wieder für Unfug treiben. Also bis bald und eine gute Weiterfahrt.
Ja, da habe ich mich wohl dezent verbremst. Türen gehen nicht auf. Ich gehe mal davon aus, sie wären aufgegangen. Ist nicht passiert. Okay, wir düsen wieder. Hoffentlich gibt es keine Strafpunkte.
Okay. Ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit nach dieser 1er-Tafel gesucht. Hab sie nicht gesehen. Jetzt habe ich hier gesehen, dass es die 2er-Tafel hat. Wo hat denn die 1er-Tafel? Also hier hat es 1. Wo ist der Haltepunkt für 1? Sehe sie nicht. Da kommt etwas. Da ist 1. Holy shit. Wie soll ich denn das sehen als Lokführer? Ah ja, gut, also ich bin hier unten, dann sehe ich es gerade im letzten Moment. Ah, ist ja klar, dass ich das nicht gesehen habe. Okay, ja, war wieder mal chaotische Fahrt. Aber hat Spaß gemacht. Und für alle. Well done, Driver. Das war so eine successful journey. Naja, so halbwegs. Also, bis denn dann. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.